Zurück auf dem Mond Europa, um den Planeten Jupiter herum, begrüße ich euch zu einem weiteren gigantischen The Turing-Test-Rätsel hier bei Part 6. Ja, und wir müssen hier vermutlich irgendwie diese Geschichten hier umlenken, um die ein oder andere Tür zu öffnen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das da oben hier von diesem Strahl hier geöffnet werden kann. Okay. Geht's aber auch? Okay. Ups, alles klar. Dann ist diese Brücke hier eingefahren. Okay, dich können wir auch nehmen. Okay. Ja, wir müssen die Turing-Tests machen, die Tom nicht in der Lage ist zu machen. Okay, aber der öffnet jetzt die Tür nicht. Das hätte ich jetzt aber gedacht, ganz ehrlich. Dann versuche ich mal, ob der hier die Tür öffnet. Das tut er. Und den muss ich hier ein... okay. Verstanden. Ups. So. Machen wir die Abkürzung. So, jetzt habe ich hier die Brücke aktiviert. Und jetzt kann ich... Genau. Und was bringt mir das jetzt? Die Türe öffnet sich. Aber das kann es ja noch nicht gewesen sein, oder? Ich habe eine Vermutung, könnte das sein, dass das hier eine Art Aufzug ist? Könnte das sein? Und alles andere macht hier eigentlich gar keinen Sinn. Verstanden. So dumm. Aha. Und weiter geht es zu Sektor C30. I've started to collate information from my local instance. It seems the crew intentionally cut communication with the satellite. Why? It appears we had a disagreement. Okay, Tom. Also ich hatte ja schon die Vermutung, dass es hier eigentlich darum geht, Tom irgendwie auszuschließen. Okay. Ja, weil er zu, wie soll man das sagen, zu neugierig wurde. Okay. Also, das ist hier wieder so eine Timing-Geschichte, Leute. Oder auch nicht. Okay. Okay. Das geht jetzt natürlich wahrscheinlich nicht, weil der keinen Strom... Doch, das geht. Er hat nämlich... Noch nicht verstanden, was passiert, wenn ich dich hier rausnehme. Okay, sie kann nicht springen. Ist das so, dass die dann... Was passiert, wenn ich das hier mache? Okay. Ungefähr auf dieser Höhe. Wie kriege ich denn das gebacken? Momentchen mal. Ich lasse dich einfach mal oben. Ich mache das mal so.
Hol dich jetzt mal hier so wieder auf die Erde. Erde in Anführungszeichen. Aha. Jawohl, Leute. So, wo sind wir denn jetzt? Maintenance, Wartungsbereich. So würde ich es zumindest übersetzen. This confirms my fears. The crew have made intentional breaches of my security. The crew have attempted to compromise my systems. What does this mean? They don't want to be found. They are hiding. From who? Us. Us? Ja, also ich meine, das kann natürlich diese Lebensform sein, die sie gefunden haben, diesen Organismus. Aber Tom, irgendwie hast du da was mit zu tun. Tom, Ashiyama Industries, ist das ein Staubsauger-Roboter? Tom, irgendwie? Sieht auf jeden Fall mächtig demontiert aus. Oh, das könnte eine Kamera sein. Die haben dich demontiert, Tom. Die mochten dich nicht. Oh je, Leute. Das sind wieder eine klassische Tastatur, Leute. QWERTY, jawohl. Hier sind wieder ein paar Audio-Files. Die spiele ich mal ab, Leute, unkommentiert, weil ich verstehe, wenn das die gleiche Qualität hat wie an Bord unseres Raumschiffes, dann versteht man, Musik wird jetzt ein bisschen laut, dann versteht man eh nicht, was die sagen. Also ich verstehe es nicht genau, so dass ich es übersetzen könnte. Also ich spiele es mal ab. I am concerned about Mikhail. Why is that? He seems to be developing antisocial habits. He is spending a lot of his time in private, don't you think? Perhaps you should talk to him. What do you want me to say? Just keep an eye on him. Make sure he doesn't do anything rash. Are you that worried? His behavior is not within normal parameters. Please make sure he is okay. Okay, Mikhail hat sonderbares Verhalten. Don't you think they might be doing the right thing? Grounding us on a foreign moon? No, Daniel, I don't think they're doing the right thing. You don't have to be so aggressive about it. They must have their reasons. Yeah, plausible deniability. Okay, da hat jemand Zweifel an den Motiven, wahrscheinlich von der ISA. Daniel, could I have a word? I'm busy. It is important. Okay. Are you aware that Christopher and Mikhail are involved in self-harm? Sorry, what? For how long? They have both macerated their right arms. Mikhail has completely removed his forearm. His whole forearm? Yes. Where are they? I had attempted to stop the situation escalating myself, but I seem to have failed. I came to you because, as our loyal captain, I can trust you to help them. Where are they? I don't know. They've disappeared. Okay, irgendeiner hat seinen Unterarm entfernt? Habe ich das richtig verstanden? Sarah, I need advice. Okay. What would you do if someone threatened your friends? Your hypothetical friends, I assume? Yes, my hypothetical friends. You should protect those you love. I need you to remember that, Sarah. Okay, sehr sonderbar. Sehr, sehr sonderbar. Access denied, Zugriff verweigert. Technical Operations Machine. Ah, das ist wahrscheinlich ein Modell von dem, was wir aus diesen Bauteilen hier machen können. Ah. Manual Powerbox. Okay, das ist das, was wir schon die ganze Zeit irgendwie einsammeln. Okay. Wieder so eine Tastatur. Ah. Technical Operation Machine 3D Blaupause. Okay. Steht hier Stabilization Core. Ein Haufen Kabel. Okay, Leute. Ein Buch. Hänsel und Gretel. Haben die das Gefühl, sie wären in einem Hexenhaus gefangen? Hm?
Also irgendwas stimmt mit dem Tom nicht. Das habe ich irgendwie so mittlerweile im Gefühl. Mining Laser. Okay, Bergbau Laser oder so. Ein Schraubendreher. Kreuz. Stanlove. Okay, irgendein komisches wissenschaftliches Werkzeug. Das dürfte Lötzinn sein, wenn ich das richtig erkenne. Und wahrscheinlich ein Lötkolben. Okay, Leute. Und wieder eine Farbtube. Sehr seltsam, Leute. Sehr seltsam. Gut. Würde ich mal sagen, nächster Raum. Ah, hier geht's schon weiter. So, Leute. Sorry, ich werde nachher im Video die Musik von gerade eben etwas runterschrauben. Sektor D31. Kann sein, dass ich dann aber trotzdem wirke, als würde ich schreien, weil die Musik war jetzt gerade echt ein bisschen arg laut. The crew intentionally cut communication with the satellite. I found the source of the problem. They have sabotaged the communication array. Can we fix it? Not from here. We should carry on. Okay. Haben wir hier irgendwo einen Magneten? Ah, hier haben wir einen Magneten und hier haben wir zwei von diesen Gerätschaften. Diesen Power Sources oder wie auch immer die genau heißen. So, oh, okay. Hast du Strom? Ja, du hast Strom. Allerdings, wie stabil weiß keiner so genau. Okay. Aber mit dem komme ich gar nicht auf die andere Seite. Aber ich kann es ja rübertragen wahrscheinlich, oder? Okay. So. Okay. Ups, wo bin ich? Hier bin ich. Ja, Leute. Ich bin gespannt, ob dieser Organismus da zu tun hat, schuldig ist. Kann ich dich jetzt greifen? Ja, ich kann dich greifen. Okay. Jetzt komme ich darüber. Aber hier ist nichts zum Montieren von dem anderen. Wo muss denn die zweite Energiequelle hin? Ich mal hier runter. Wenn es geht. Jawohl, es geht. Okay. Hier ist nix. Hä? Hier ist aber auch nix. Rätsel über Rätsel, Leute. Ich sehe es nicht. Die einzige Energiequelle. Ja. Ach, kann es sein? Na, noch weiß ich nicht Bescheid. Wieso? Verflixt. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Kann ich durch die Tür nur durch, wenn die Brücke nicht an ist? Das ist jetzt gerade meine aktuelle Theorie. Nein, dann ist die Tür auch zu. Also ich kann die Brücke einschalten. Aber es scheint fast so, als müsste ich mit dieser Energiequelle noch was machen. Aber was? Das ist jetzt aber seltsam, Leute. Weil ich sehe es leider nicht. Da ist nichts, da sind wir nämlich hergekommen. Da vielleicht muss ich das hier unterbrechen irgendwie oder so.
Na, noch habe ich es nicht verstanden, Leute. Was muss ich hier tun? Ich sehe kein zusätzliches Kabel, das ich hier irgendwie versorgen müsste. Leute. Bäh. Ach halt, was sein könnte, ist, dass ich den hier unterbrechen muss. Aha, Moment, da hätte ich dann jetzt mal eine Theorie, zu bieten. Und zwar, die Theorie ist, dass ich irgendwie die Brücke aktivieren muss. Und den dann von unten praktisch hochziehen muss, damit er dann unter der Brücke klebt. Das wäre jetzt mal meine aktuelle Idee. So. Ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich so... Halt. Dass ich die Brücke nicht aktivieren brauchen. Schau ich mal. Ah, aber jetzt müsste ich ja von der anderen Seite... okay. Muss ich rüber? Einmal durch den Magneten durch. So. Den hier deaktivieren. Ahem. So, jetzt ist er durchgefallen. Er ist durchgefallen, Leute. So. Horrido, das hat funktioniert. D32. They really are trying to lock me out of every system. This is ridiculous. What have you done to upset them, Tom? Why have they cut off communication? Perhaps they have a problem with authority. Oder mit deiner Autorität, Tom. Okay. Das war, glaube ich, von diesem Level der einfache Teil. Okay. Okay. Wahrscheinlich muss man jetzt hier die in der richtigen Reihenfolge anbringen. Ich hätte jetzt mal vermutet, einmal grün, einmal lila, einmal grün, einmal lila. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ja, das sieht sogar sehr gut aus, Leute. Ah. Jawohl. Oh, und es geht weiter, Leute. Gut. Noch mehr verschiedene Farben. Ja, das habe ich befürchtet, dass der jetzt oben bleibt. Gut, Leute. Wie wir das Rätsel jetzt hier lösen, das schauen wir uns dann an im nächsten Part von Let's Play the Turing Test. Bin doch gespannt, wie das geht. Das ist hier blanke Logik, Leute. Reine Logik. Und ja, schauen wir mal, wie logisch es ist, dass ich das hinbekomme. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!